Am 8.3.2018 wurde das neue Smash Bros. Für die Switch vorgestellt. Und ich meine, natürlich handelt es sich um ein neues Smash Bros. Ich meine, guck den Strich beim Logo an. Er ist nicht vorhanden, er ist weg. Aber natürlich wurde neben Winnie Pooh, welche im Auge des Mädchens vorhanden war, auch andere Charaktere vorgestellt. Diese werden allesamt in einer kurzen Sequenz preisgegeben. Ich habe mir also die Mühe gemacht und habe mal die PDF-Datei der ausgeschnittenen Charaktere gedownloadet. Neben alten Charakteren wie zum Beispiel Godzilla oder Naruto finden sich auch neue wie die Eistüte aus Frozen in den Reihen von Smash Bros. Ein. Danke, Reggie. Davon habe ich schon mein Leben lang geträumt. Da Nintendo schon immer ziemlich viel Wert auf Kinderfreundlichkeit gelegt hat, kann man daraus schließen, dass die beiden nächsten Charaktere mit der gelben und mit der orangenen Schattierung Ernie und Bert sind. Mit Ernie und Bert kommen somit die ersten beiden Jedi-Meister in ein Super Smash Bros. Spiel, was Reggie da wohl auf den Tisch legen musste. Gehen wir weiter im Skript. Neben Superman, Cristiano Ronaldo und dem Typen aus Adventure Time, von dem ich den Namen vergessen habe, finden wir auch Arial und Wing Ding. Aber ich denke, diese beiden Charaktere sollten keine Überraschung mehr sein, da sie schon für das Super Smash Bros. Für den DS geplant waren. Kommen wir nun zu den letzten 7 Charakteren. Hier haben wir neben der Ratte aus Ratatouille eine Cheerleaderin der Miami Dolphins, Bowser, Swiper den Fuchs, Meister Propper und Rainer Kallmund. Jetzt fragt ihr euch sicher, er hat 7 Charaktere aufgelistet, aber nur 6 gesagt. Ihr müsst doch so viel lernen. Der letzte Charakter befindet sich natürlich hinter dem Trailer. Kleiner Spoiler, es ist Reggie.